Radio Soul, Talk of Town. Menschen mit Botschaft. Es ist wieder soweit. Ich begrüße Sie recht herzlich. Schön, dass Sie bei Radio Soul mit dabei sind auf unserer Wellenlänge. Hier ist Gerd Pellegrini und bei mir im Interview Ewald Schober. Wir haben es wieder über Zoom, über die Videokonferenz geschafft, dass du bei uns in das Programm einsteigen kannst. Hallo Ewald, schön, dass du heute hallo wieder da Gerhard, bist. Hallo liebe Zuhörer. Wunderbar. Ewald Schober, er ist unseren Hörerinnen und Hörern schon ein Begriff. Er ist Lebensforscher und Trainer, ein Gefühlsalchemist, was das bedeutet, werden wir heute auch erfahren. Und du bist der Gründer und Leiter des Europäischen Forschungs- und Bildungsinstituts LCC. Und wir haben heute ein tolles Thema. Sorgen, Ängste und Schuldgefühle, die drei größten Feinde des Menschen. Da wollen wir jetzt wissen, was meinst du damit? Wieso sind das die größten Feinde des Menschen, Ewald? Okay, also Gerhard, wenn ich Menschen frage, wer ist denn, dann hast du Feinde? Und dann zählen wir im Regelfall Säbelzahntiger. Ja, irgendwelche Personen oder meistens kommt das Finanzamt oder so. Also. Aber gehen wir mal in die Tiefe. Aus meiner Sicht, und ich habe das jahrelang erforscht, wir Menschen haben Menschen gehen auf Seminare, bilden sich weiter, das bringt ja diese Zeit mit sich. Wie kann man positiver sein oder egal, wie immer, nur wir vergessen, dass wir drei extreme Räuber haben. Drei Feinde, die uns A, vom Leben abhalten. Was meine ich damit? Leben heißt ja, dass ich alles genieße, was da ist. Aber jetzt sind wir doch mal ehrlich. Entweder plagt uns ein Schuldgefühl. Es holt uns wieder weg aus der Gegenwart. Oder es plagt uns eine Sorge, das kennen wir alle Menschen am besten. Und somit sind wir wieder nicht da und können das Leben eigentlich gar nicht richtig genießen. Und wenn das nur eine Sorge mit einer Angst unterlegt ist, dann glaube ich, weiß jeder Bescheid, wie sich das anfühlt. Das deckelt unsere Ressourcen, das deckelt unsere wahre Natur, das deckelt unsere Entwicklung, das bringt uns weg vom Leben, das bringt uns weg vom Entwickeln und bringt uns dahin, damit wir das Leben nur noch probieren, zu überleben statt zu leben. Mhm. Und dieses Thema, weißt, das ist ja auch bei mir so gewesen, ich habe immer gesagt, ja, wenn ich jetzt das noch geschaffen habe oder das erreicht habe, dann bin ich für immer glücklich. Und durfte feststellen, umso mehr, dass du sogar erreichst und schaffst, desto mehr, vor allem Sorgen hast du, dass du das wieder verlieren könntest zum Beispiel. Mhm. Verstehst du? Oder auch nur die Angst mit einher und so. Das sind unsere wahren Feinde. Und ich habe eine gute Nachricht. Diese drei Feinde, ich wiederhole nochmal, Sorgen, Ängste und Schuldgefühle gibt es nicht. Es ist eine Erfindung des Menschen. Okay, lass uns einmal wirken. Okay, haben Tiere Sorgen, Ängste, Schuldgefühle? Glaub Sicherheit nicht. Ja, glaube nicht. Ich glaube auch keine Pflanze. Ja, aber wir machen sie real für uns, nicht? Ja, du musst jetzt, also wenn ich sage, Sorgen, Ängste und Schuldgefühle gibt es nicht, dann wird jeder sagen, der spinnt, ich hab sie ja. Ja. Ich hab sie ja. Also erzählen wir nichts. Aber jetzt sehen wir es uns einmal nüchtern an. Schuldgefühle, Gerhard, haben wir von etwas, was wir angeblich getan haben und es ist nicht gut ausgegangen. Deswegen haben wir Schuldgefühl. Das heißt, Schuldgefühle sind Kinder der Vergangenheit. Schuldgefühle sind Kinder der Vergangenheit, nicht der Gegenwart. Okay? Mhm. Wir holen uns ein schlechtes Gefühl aus der Vergangenheit und transportieren sie in die Gegenwart. Mhm. Verstanden? Ja. Gut. Sorgen und Ängste sind Kinder der Zukunft. Wir machen uns Gedanken, dass etwas schlimm ausgehen könnte, wir etwas nicht erreichen und holen uns dieses Gefühl, dieses schlechte Gefühl, diese Angst, holen wir uns wieder in die Gegenwart. Wenn wir aber realistisch sind, Schuldgefühle sind Vergangenheitsthemen. Sorgen, Ängste sind Zukunftsthemen. Und haben nichts mit der Gegenwart zu tun. Das bedeutet nicht, dass ich sie nicht bearbeite, aber nicht, dass ich sie täglich 24 Stunden vielleicht auch noch im Schlaf mit mir rumtrage.
Genau, aber ich wollte gerade sagen, der Verstand, der sagt ja, okay, die Vergangenheit ist deswegen wichtig, weil ich kann aus der Vergangenheit lernen. Und der Verstand sagt auch, es ist gut, in die Zukunft zu sehen, damit ich rechtzeitig vorbereitet bin für das, was passiert. Das würde so der Verstand antworten, ne? Genau, und da gehen wir dann im Laufe der Sendung noch tiefer hinein und ich werde euch das erklären und wie du die wegbringst und dass sie wirklich sinnlos sind. Okay, wunderbar. Ja, ich habe ein erstes Lied hier und zwar Shirley and the Company, passend zum Thema Shame, Shame, Shame. Ein lustiger und wunderschöner, schwungvoller Oldie aus dem Jahre 1974. Gleich geht's weiter hier im Interview mit Ewald Schober. Die Company hier auf Radio Soul, das ist die Talk and Music Show. Heute mit dabei, über Zoom dazugeschaltet, Ewald Schober. Time of Change ist diese Zeit immer wieder, wenn er hier ist bei uns. Eine Zeit des Wandels. Heute ein besonderes Wandelthema, nämlich Sorgen, Ängste und Schuldgefühle, die drei größten Feinde des Menschen. Und wir haben schon gehört, Sorgen, Ängste sind Kinder der Zukunft und die Schuldgefühle Kinder der Vergangenheit. Wäre da gescheiter, wir leben im Hier und Jetzt. Wie gehen wir jetzt in die Tiefe hinein, Ewald? Wunderbar. Beginnen wir mal bei den Schuldgefühlen.
Schuldgefühle darf man nicht unterschätzen. Fast jeder hat Schuldgefühle. Manche Leute können gehen anhand von Schuldgefühle zugrunde. Absoluter Nonsens. Sehen wir uns mal ein Schuldgefühl an. Was ist passiert? Ich behaupte, aufgrund meiner Forschungen, jeder Mensch möchte in erster Linie aus einer Situation das Beste für sich rausholen, als zweites für seine Liebsten und als drittes am liebsten für die ganze Welt, wenn es möglich wäre. Wir wissen aber, Gerhard, dass es nicht immer möglich ist. Also, auf den ersten Blick. Wir müssen uns entscheiden und dann geht es nach dieser Reihenfolge. Zuerst im Regelfall wir oder manche, die sehr familienverbunden sind, sagen sogar als erstes die Familie, dann ich, okay, und dann die Allgemeinheit. Wenn ich jetzt eine Wahl treffen muss, schaue ich immer ich und Familie oder meine Liebsten als erstes. Das ist ein logischer Punkt. Mhm. Wir Menschen treffen zu einem gewissen Zeitpunkt eine Entscheidung. Aus unserer Sicht die einzig mögliche, die einzig gehbare, auch wenn sie nicht gut ausschaut, aber wir sind gezwungen, etwas zu tun. Wir tun das, es geht uns nicht auf, also es hat nicht funktioniert. Und dann kommt 2 Minuten später jemand und sagt, um Gottes Willen, was hast du denn getan? Das hättest doch so machen müssen. Und wir, und jetzt kommt das Entscheidende, sagen, stimmt, wie blöd bin ich denn? Ich habe einen Riesenmist gebaut, ich habe Schuld auf mich geladen. Stopp. Wir verwechseln Äpfel mit Birnen. Es ist 2 Minuten später, wenn uns der Freund darauf hinweist. Versteht ihr? Das ist seine Sichtweise, seine Erkenntnis. Die hatten wir nicht, sonst hätten wir sie ja gewählt. Das heißt, die richtige Antwort wäre dann, aus meiner Sicht, damals war es für mich das Richtige. Genau, ich komme da gleich drauf. Auch wenn du später, schau mal, manche Menschen, die machen etwas und es geht nicht gut aus, wir bekommen eine Strafe oder wir werden benachteiligt, egal wie auch immer. Dann sagen wir, ja, das hätten wir anders machen müssen. Wir denken drüber nach und fällt uns auf, das hätten wir so und so regeln können. Auch Äpfel mit Birnen vergleichen, es ist zeitversetzt. Das hat nichts mit dem Moment zu tun. Ich sage euch jetzt eine Frage, ich stelle euch eine Frage. Probiert die wirklich zu verinnerlichen. Holt euch alle mal ein Schuldgefühl her, was ihr habt. Irgendeins, das hat man gleich, ja? Ist gleich mal da. Gut. So, würdest du heute... Die warten schon nicht lange. Würdest du heute, wenn du nochmals in der gleichen Situation wärst wie damals, mit der gleichen Sichtweise, mit der gleichen Perspektive, mit dem gleichen Wissensstand, mit den gleichen Gefühlen wie damals, nochmals die gleiche Entscheidung treffen wie damals. Ich möchte nochmal, bevor er antwortet, horcht's nochmal zu. Hol dir das Schuldgefühl her, was du angeblich getan hast. Würdest du heute, wenn du nochmals in der gleichen Situation wärst wie damals, genau in der gleichen begrenzten Perspektive, der begrenzten Sichtweise, in der gleichen vielleicht Notlage, mit den gleichen Gefühlen, mit den gleichen Emotionen, nochmals die gleiche Entscheidung treffen wie damals. Und hier kann es nur eins geben, ja. Ja. Und wenn jetzt ein Zuhörer wieder sagt, nein, das stimmt nicht, ich würde es nicht mehr tun, stopp, das würdest du heute sagen. Zum damaligen Zeitpunkt, mit deiner damaligen Sichtweise, mit deiner damaligen Perspektive, mit deiner damaligen vielleicht Wut oder Verzweiflung, hast du nur diesen Ausweg gesehen und den hast du genommen. Und der hat dir nicht funktioniert. Verstehst du? Du würdest das heute wieder machen. Wieso habe ich dann Schuldgefühle? Gerhard, wir Menschen tun immer, wir müssen immer Entscheidungen treffen. Wir müssen immer Entscheidungen treffen. Und viele Entscheidungen, die gehen uns auf und waren aber vielleicht auch nicht gut. Verstehst du? So, dann sagen wir richtig gemacht. Geht eine nicht gut aus, warum auch immer, sagen wir haben Schuld auf uns geladen. Das ist sinnlos, das ergibt keinen Sinn. Oder machen wir noch ein anderes Beispiel. Manche Menschen tun immer wieder das Gleiche und rühmen sich damit. Und eines Tages funktioniert der Weg nicht mehr. Und dann geben wir uns Schuld. Zuvor feiern wir uns. Verstehst du? Schuldgefühle kommen auch daher, weil zum Beispiel jemand benachteiligt worden ist dadurch. So, jetzt ist einmal eine Frage. Alles, was ich heute negativ habe, also wo ein Mensch sagt, hey, du hast etwas getan, darunter muss ich leiden, sind meistens die Ursachen für Schuldgefühle. So, was ist denn, wenn der sagt nach 2 Monaten, Mensch, das war das Beste, was mir je passieren hat können, dadurch habe ich eine Erkenntnis bekommen, dadurch habe ich jemanden kennengelernt, so wie es im Leben immer ist. Ja, freue ich mich dann auf einmal, tue ich dann das Schuldgefühl weg? Nein. Auch nicht, ja? Seht ihr, wie irrelevant das ist? Ein Schuldgefühl gibt es nicht. Wir treffen immer Entscheidungen. Wir müssen Entscheidungen treffen, meistens oft in wenige Sekunden.
Wenn es aufgeht, ist alles in Ordnung. Geht es aus welchem Grund auch nicht auf, geben wir uns Schuld. Und das ist hirnrissig. Entschuldigung, dass ich das sage. Das gibt null Sinn. Akzeptiere, wir treffen Entscheidungen. Wenn es nicht aufgeht, mein Gott, jeder Mensch trifft Entscheidungen, die nicht aufgehen. Jeder Mensch, im Kleinen und im Großen, je nachdem, wie ich es mir einbläuen lasse. Wenn Menschen kommen und sagen, du hast Schuld daran, dann sage ich immer, wollen wir dein Leben einmal durchgehen? Wie viele Entscheidungen du getroffen hast, was nicht aufgegangen ist. Wollen wir mal über deine Schuld reden? Du, dann ist Ruhe. Es ist irrelevant. Es gibt es nicht. Mhm. Es ist absolut irrelevant. Wunderbar. Musik wieder. Such a shame. Talk, talk. Eine wunderschöne Nummer. Und gleich geht's hier weiter mit dem Interview. Such a shame. Such a shame. Number me with.
der größte Hit der britischen Popband Talk Talk aus dem Jahre 1984. Such a shame. Ja, so eine Schande, so eine Schuld, so ein Schuldgefühl. Unterscheidest du, Ewald, zwischen Schuldgefühl und Schuld? Schulden zum Beispiel auf der Bank? Wie kann man das in Verbindung bringen? Schulden können auch ein Schuldgefühl auslösen. Das ist ja nur eine Frage der Sichtweise. Ein Unternehmer freut sich, weil er viel Schulden hat, oder jemand, der wo viele Immobilien besitzt, freut sich, dass er dafür immer wieder Geld von der Bank bekommt, um das weiter voranzutreiben. Und ein anderer Mensch sagt, bin kein guter Mensch, weil ich habe Schulden auf der Bank, ich bin nichts wert. Es ist alles eine Sichtweise, Gerhard, nichts anderes. Mhm. Schuldgefühle, um es nochmal zusammenzufassen, macht euch das bewusst, gibt es nicht, es ist sinnlos. Und jetzt die Frage, wie bekomme ich Schuldgefühle weg? Das hat was mit einer Entscheidung zu tun. Ich habe irgendwann die Entscheidung getroffen, wenn etwas sinnlos ist im Leben, dann werde ich da nicht mehr eintauchen. Punkt. Ich habe mich distanziert für mein ganzes Leben von Schuldgefühlen. Das heißt nicht, dass ich auch probiere, alles gut zu machen, alles richtig zu machen, egal wer immer, das wollen wir alle. Aber ein Schuldgefühl mit sich rumtragen, ist die größte Katastrophe und die verantwortungsloseste Art, mit sich selbst und den Menschen umzugehen. Es gibt ja auch den Spruch, also oder den Satz, ja, hast du denn überhaupt kein Schuldgefühl im Sinne von, ja, hast du keine Verantwortung oder so? Das ist ja nicht gemeint. Nein, das ist nicht gemeint. Gerade die Menschen, die viel tun und viel Verantwortung tragen, müssen viele Entscheidungen treffen. Und dementsprechend passiert natürlich auch, dass mal eine Entscheidung nicht funktioniert, weil es öfter tut. Glaube ich, ist klar, oder? So, und der schlimmste Satz ist immer, wie wir auch als Kinder oder ich an der Kindererziehung gesagt habe, geh aufs Zimmer und denk nach, was du getan hast, schäm dich. Verstehst? Wir Menschen, wir Eltern, wir reden unseren Kindern bereits ein, dass das ein realer Bestandteil ist und denken niemals darüber nach und das ist traurig. Wenn ich heute ein freies Leben führen möchte, im Hier und Jetzt lebe, erschaffe, meine Sachen wieder gut mache und so, muss ich Ablass nehmen von Schuldgefühlen, weil sie keinen Sinn ergeben. Schauen wir uns die Zukunft an, schauen wir uns die Sorgen und Ängste an. Sorgen, ja? Ja, ich wollte noch sagen, gut, du hast es gesagt, es ist, wie komme ich weg davon vom Schuldgefühl? Es ist eine Entscheidung zu sagen, etwas Sinnloses, was nicht real ist, lasse ich einfach nicht mehr in mein Leben. Gibt es noch irgendeinen Tipp, wie man das besser loslassen kann? Also ich gebe jetzt Ende Juli, ich glaube 28, 29. Juli, habe ich jetzt nicht genau im Kopf, in der Nähe von Fulda für kleines Geld wieder den Day of Change. Mhm. Da sind dann ein paar hundert Menschen dort und ich verspreche jedem Teilnehmer, der dort ist, wird rausgehen und wird nie mehr in seinem Leben Sorgen, Ängste und Schuldgefühle haben. Er geht in ein befreites Leben. Ich gebe euch da Techniken mit auf den Weg. Wir werden die im Seminarraum erarbeiten und dann wirst du im Seminarraum bereits sehen, zu was du in der Lage bist, wenn du eben diese drei Feinde nicht mehr in dir trägst. Jetzt kommt deine wahre Größe zum Vorschein. Jetzt wird es nicht mehr unterdrückt, jetzt wird es nicht mehr gedeckelt. Wir tun den Deckel weg und du gehst in ein Leben, was du dir wirklich nicht vorstellen kannst. Nach jeder Teilnehmer, der diesen Day of Change durchlebt hat, hat mir danach bestätigt, es ist unglaublich, ich lebe wirklich ein Leben ohne Sorgen, Ängste und Schuldgefühle. Und das, glaube ich, ist für uns Menschen gar nicht mehr richtig vorstellbar, was das bedeuten kann. Gut, dann sage ich jetzt schon einmal die Webseite, können Sie, meine Damen und Herren, gleich einmal reinschauen, www.lcc-seminare.de, da findet man auch alles über den Day of Change und ja, jetzt ich würde sagen, wir machen jetzt den nächsten Song und dann gehen wir auf das Thema Sorgen und Ängste ein, okay? Genau so machen wir es. So machen wir das. Und ich habe jetzt ein sehr schönes Lied, ein Oldie herausgesucht noch einmal, und zwar von Solomon Burke, aber in einer besonderen Version, eine Remake-Version. Cry to Me, viel Spaß damit. Don't you feel like a crime? Don't you feel like a crime? Well, here I am,
there no one? Or don't you feel like I cry? Das ist die Talk and Music Show hier auf Radio Soul. Cry to me, Solomon Burkey war das jetzt. Mein Name ist Gerd Pellegrini. Schön, dass Sie hier bei uns dabei sind in dieser Show. Mit dabei auch Ewald Schober über Zoom dazu geschaltet. Übrigens, diese Sendung, die kann man sich auch nachhören und nachsehen, nachschauen auf unserer YouTube-Plattform. Ja, Ewald, wir haben schon die Schuldgefühle behandelt. Sorgen und Ängste, das sind weitere zwei große Feinde des Menschen. Wie gehen wir mit denen um? Das sind ja die Kinder der Zukunft, hast du vorhin erklärt. Das sind Kinder der Zukunft, die haben auch mit der Gegenwart nichts zu tun. So, schauen wir uns einmal eine Sorge an, weil aus der Sorge resultiert im Regelfall die Angst. Sorge heißt, es zeigt sich eine mögliche Option, wie mein Leben verlaufen kann. Ich wiederhole, eine Sorge ist nur eine mögliche Option von vielen, wie etwas ausgehen kann. Also jetzt schauen wir mal her, jetzt gehen wir mal in irgendeinen Bereich, nehmen wir mal finanziell an, okay? Da haben die meisten Menschen immer Sorge. Das heißt, es zeigt sich eine Situation, wie die schlimm ausgehen kann. Die zeigt sich einfach, wir tauchen dort ein, weil wir schauen, was alles nicht passt oder passieren könnte. Jetzt zeigt sich eine Möglichkeit, dass die schlecht ausgehen könnte. Und wir haben nur dieses Szenario vor den Augen. Es könnte aber genauso gut, gerade jetzt, super gut ausgehen. Es könnte genau jetzt die Sprungbrett sein. Es könnte genau jetzt ein Wunder passieren. Es könnte auch nichts passieren. Es gibt ja zig Möglichkeiten, wie das Leben verlaufen kann. Aber wir fokussieren uns auf eine, die uns vielleicht eingeredet ist oder die sich schon im Anflug zeigt. Machen wir mal ein Beispiel bei der Gesundheit. Dich zwickt etwas und der Arzt sagt, ja, da müssen wir Untersuchungen machen, das kann auch schlimm ausgehen. Und jetzt bleiben wir genau da drin haften. Wir bleiben nicht daran haften, dass, überlege, es so viele kleine Zipperlein oder Krankheiten bei dir im Leben einfach von alleine verschwunden sind oder mit einfachen Mitteln zu beheben sind. An das denken wir aber gar nicht mehr. Wir nehmen den Worst Case an und leben unser Leben in der Richtung. Und in dem Moment, wo wir dort eintauchen mit unseren Gefühlen und es ist für uns wahr und es ist für uns bedrohlich, wird sich das zeigen. Deswegen ist es noch verheerender, wie bei Schuldgefühle, bei Sorgen zu bleiben. Sorgen sind sinnlos, sondern ich muss sagen, okay, du bist eine Option von vielen Möglichkeiten, wie ich da wieder rauskomme oder wie sich das entwickeln könnte. Und ich favorisiere nicht den Worst Case, sondern ich favorisiere eine bessere, und zwar in dem Grad, wo ich es noch glauben kann. Wie mache ich das? Bitte? Wie mache ich das jetzt? Ja, schau mal her. Bleiben wir mal wieder bei der Krankheit. Der Arzt sagt, naja, das wissen wir jetzt nicht genau, das müssen wir jetzt beobachten, vielleicht über mehrere Wochen oder so. Kann sein, dass das sich auf Luft auflöst, aber es sieht schon ein bisschen bedrohlich aus. Dann wäre es schlimm, wird das und das passieren. Es ist eine, der hat ja recht, das kann passieren. Jetzt setze ich mich zu Hause hin und überlege mal, spekuliere mal und sage, was wird es denn zu dem Bereich alles geben? Vielleicht google ich auch, wo ich feststelle, hey, das, bei manchen Menschen war das nur vielleicht ein Vitaminmangel oder irgendetwas. Verstehst du, das habe ich zum Beispiel einmal erlebt. Ich hatte mal kurze Zeit einen Gedächtnisschwund, ich konnte mich nicht mehr konzentrieren, war sehr blöd, kam ins Krankenhaus, die Ärztin sagte zu mir, es gibt genau drei Möglichkeiten, entweder eine Gehirnblutung, ein Schlaganfall oder ein Nierenversagen. Was anderes wird es nicht sein. Dann sage ich, das ist super, da kann ich ja wählen zwischen Pest und Cholera. Das ist, ja, ist klar. Ich meine, die sagte, das werden die drei Dinge sein. Jetzt bin ich in mich gegangen und sage, komm, es gibt doch bestimmt auch noch andere Ursachen, warum so etwas sein kann. Ich kenne sie jetzt nicht genau, ich hatte auch kein Handy zum Googlen, aber ich sage, sowas. Das passiert immer wieder. Und ich glaube nicht, dass es die drei sind. Ich gehe jetzt einmal in die weniger Schlimme hinein. Warum nicht? Es steht 50-50. Na, in ungefähr einer halben Stunde oder was das war, ich weiß es nicht mehr, kam diese Ärztin und sagt, also es sind keine dieser drei, sondern sie haben nur einen Natriummangel. Verstehst? So, natürlich, in dem Moment war ich nur drin bei
Gehirnblutung, Schlaganfall, Herzinfarkt, Herzinfarkt habe ich vergessen, und Nierenversagen. Da hat sich mein Leben gespielt. Als ich rausgetreten bin, passierte das. Jetzt kann jemand sagen, ja, das wäre so auch passiert. Das werden wir nie erfahren. Das werden wir nie erfahren. Aber meine Beobachtung ist, wenn wir Menschen eine andere Option betreten und uns dort hineinbegeben, dann wird die wahr. Und das alles bekommt man mit auf einen Day of Change. Und wenn jemand da ist, der wohl nicht auf einen Day of Change aus zeitlichen Gründen kommen könnte, ihr könntet auch das Spiel The Game spielen. Das ist ein Spiel, wo wir im täglichen Leben uns für immer von Schuldgefühlen, Sorgen und Ängsten distanzieren. Ich verspreche euch, noch 3 Monate gehörst du zu den wenigen Menschen auf diesem Planeten, die eben an diesen 3 Krankheiten nicht mehr leiden. Wunderbar. Wir haben beides schon auch aufgezeichnet. Das heißt, es gibt auch eine Aufzeichnung, ein Video zum Anschauen auf unserer YouTube-Plattform zum Thema The Game. Das ist auch super. Kann ich wärmstens empfehlen. Und ja, wir kommen jetzt zum nächsten Song. Michael Bublé habe ich jetzt einmal ausgesucht. I'll never not love you. Also er macht jetzt die doppelte Verneinung. Ich glaube, er meint, ich liebe dich. Gleich geht's weiter. Every time my hand reaches for yours, I feel the hesitation. I'm sure that you're not sure. Every time your lips are kissing mine, I taste the indecision. It's messing with my mind. I know there's a part of you that's terrified to love again. But I promise to the end, I'll never run. Hurt you like he hurt you. I'll never make you cry. I'll treat you right. I'll stand by you. And no matter whatever happens, I'll never not love you. Shoreline, the waves are at your feet. Trust will never happen overnight. But if you give me more time, I swear you'll see the light. I know there's part of you that's terrified to love again. But I promise to the end, I'll never run, leave you behind. I'll never hurt you like he hurt you. I'll never make you cry. I'll treat you right. I'll stand by you. Part of you that is terrified to love again. But I promise till the end, yeah, I promise till the end, I'll never run, leave you behind. I'll never hurt you like you hurt you. I'll never say goodbye. Rise your sun, get your show. Das gibt's nur auf Radio Soul. Deine eigene Radioshow.
Wir präsentieren dich. Jetzt Sendetermin buchen. office@radiosoul.at. This is the greatest show. Genau, und The Greatest Show, die gehört heute Ewald Schober. Ja, Sorgen, Ängste und Schuldgefühle, die drei größten Feinde des Menschen war und ist das heutige Thema. Wir sind ja fast am Ende unserer Sendung jetzt angelangt. Ja, was ist das Gegenteil eigentlich von Sorgen, Ängste, Schuldgefühle? Ich würde sagen, das ist glücklich sein oder in Vertrauen sein. Was sagst du? Ja, eindeutig, und vor allem heißt es Leben. Okay. Das heißt Leben. Ich möchte vielleicht zum Thema Sorgen, Ängste noch was sagen. Wir Menschen leiden nicht unter den Umständen, die wir haben, sondern wir leiden unter dem, was wieder noch Schlimmeres passieren könnte. Machen wir ein Beispiel. Gerhard, stell dir mal vor, du brichst deinen Arm. Und du stellst fest, du hast dir den Arm gebrochen. Binnen weniger Sekunden akzeptierst du es. Es ist so. Da können wir nicht mehr aus. Wir akzeptieren das. Das können wir. So, jetzt kommt aber der Notarzt und sagt, wer weiß, ob der jemals wieder wird. Und jetzt haben wir nicht das Problem, dass der Arm gebrochen ist, sondern wir haben die Angst und die Sorge, dass wir unseren Arm nicht mehr bewegen können, vielleicht unsere Familie nicht mehr ernähren können, den Haushalt nicht mehr machen können, egal wie auch immer. Diese Sorge, an der leiden wir. Wir leiden immer an dem, was möglich ist in der Zukunft und nicht in der Gegenwart. Wenn wir Menschen ein freies Leben führen möchten, ein glückliches Leben, ein vertrauensvolles Leben, ein Leben, wo wir merken, dass wir selber bestimmen, dass wir einen Einfluss darauf haben, dann gehen wir in die Zukunft. Und wenn jetzt jemand von den Zuhörern sagt, ach, mein Gott, Sorgen, Ängste, Schuldgefühle, das ist ja nicht so schlimm. Dann sage ich dir, du weißt gar nicht, auf was du verzichtest. Auf diese vielen Glücksmomente, dass du alles wahrnimmst, wie die Blume blüht, was alles passiert, welche tolle Menschen um dich sind. Alles blenden wir aus, weil wir keine Zeit haben. Zum Zweiten, machen wir weiter so. Ich sage, der größte Gesundheitskiller, und das bestätigt ja jeder Mediziner, ist der Stress. Das sind die negativen Gedanken, das sind die negativen Gefühle. Die raffen uns dahin. Also, ihr hört auf zu rauchen, ihr hört auf zu trinken und was weiß ich immer noch. Oder stellt die Ernährung, weil ihr gesünder leben wollt. Und behaltet tatsächlich Sorgen, Ängste und Schuldgefühle, wo die Ursache für Krebs und Herzinfarkt und allem ist. Behaltet ihr bei. Ich finde dieses menschliche Wesen interessant. Wie lange willst du das noch machen? Wie lange? Wie lange will ich mich da noch drehen? Ist das der Sinn des Lebens, auf die Welt zu kommen und immer wieder an das zu denken, was in Zukunft schlimm passiert oder in die Vergangenheit, was ich da falsch gemacht habe? Ist das Leben? Und ich sage, ich habe es nicht gewählt und ich habe mich distanziert mit einer Entscheidung. Geht auf einen Day of Change, spielt the game, befreit euch von diesen dreien und dann brauchst du kein großartiges Training mehr im Leben, sondern deine wahre Natur, deine Ressourcen kommen nach oben und du bist der liebenswürdige und lebenswürdige Mensch. Jetzt habe ich gerade, du hast mir ein Stichwort gegeben, deine wahre Natur. Ich habe da ein Zitat von Seneca, also ein römischer Philosoph und Politiker. Und er hat gesagt zum Thema vom glücklichen Leben, glückselig also ist ein Leben, welches mit seiner Natur in Einklang steht. Exakt. Ja. Exakt, super. Und eins ist klar, da passen Sorgen, Ängste und Schuldgefühle nicht hinein. So ist es. Wunderbar, dann haben wir heute wieder eine aufbauende Botschaft gebracht hier. Dank deiner Expertise, Ewald. Schön, dass wir hier diese Serie auf Radio Soul miteinander machen und auch dein Wissen in die Welt tragen dürfen hier mit Radio Soul. Der Sender mit der Sonne und den sonnigen Themen. Ja, Ewald, wir sagen jetzt noch einmal durch deine Webseite, damit sich auch unsere Hörer und Hörer bei dir auch einmal melden können unter www.lcc-seminare.de. Da findet man alles von The Day of Change, von The Game. Und es gibt auch einen Shop und da sieht man auch, welches Angebot du hast und in welchen Bereichen du forschst. Gibt es auch einen abschließenden Satz oder eine Botschaft, die du uns noch mitgeben möchtest, Ewald? Ja, gerne. Es ist Zeit aufzuhören zu überleben und es ist Zeit zu lieben. Wunderbar. Hier kommen die Emotions. Best of my love. Passt auch zum Thema. Ciao.
Radio Soul. The all-in-one solution for entertainment. Radio Soul. Talk of Town. Menschen mit Botschaft.